Hi! Erstmal wünschen wir euch natürlich schöne Feiertage. Was sagt man? Ich weiß nicht, was sagt man? Einen ersten schönen Weihnachtstag. Wir hoffen, ihr habt gute Geschenke bekommen, Genau. schöne Geschenke. Und verbringt schöne Zeit mit eurer Familie. Genau, das ist natürlich viel wichtiger als Geschenke. Und Dann seht ihr ja. heute, wie versprochen, den zweiten Teil vom Aufgebraucht-Video. Und zwar heute Svenjas Sachen. Das letzte Mal habt ihr meine gesehen und wir haben das jetzt so ein bisschen geteilt. Sonst würde Falls, das Video ja. wahrscheinlich 30 Minuten Ja. erreichen. Ja, und dann legen wir auch schon los. Kommt in so ein Oh, ist das da noch drin? Ist das gar nicht. Achso. Von Pantene Provi Repair and Care Shampoo. Ist ja so einer meiner Favoriten. Ja, ich weiß nicht, ich erkenne immer nicht so viel Unterschiede bei Shampoos, aber ich fand den Duft fand ich ganz gut und ich glaube, dass der ganz glatte Haare gemacht hatte. Der. Das Shampoo. Da wären wir wieder bei den Artikeln. Dass das Shampoo ganz glatte Haare gemacht hat. Shampoo halt. Oh. Von Balea die Cremeseife Ginger und Lemon. Und ich habe immer, wenn ich bei Svenja war und mir die Hände gewaschen habe, habe ich gesagt, dieser Duft ist so furchtbar. Was? Das war Mag die ich gar nicht. nicht, doch. War das die? Ich glaube schon. Nein, die riecht gut. Nee, das war eine blumige. Oh, nee, ist ekelhaft. Die riecht nach Zitrone. Ich finde die total lecker. Nee, die riecht so Also nach ich. vergammeltem Ingwer. So. Ich finde, die riecht sehr zitronig und ein bisschen nach Ingwer. Also ich mochte die sehr gerne. Dann etwas, was ausgelaufen ist. Lecker. Cute Satsuma Smile. Was auch immer. Riecht nach Orange, glaube ich. Warte mal, das hatte ich. Das kommt mir voll bekannt vor. Davon hatte ich, glaube ich, mal eine Bodylotion und die habe ich irgendwem verschenkt. Das kann sein. Ich Ja. habe sie jetzt aufgebraucht, war halt ein Duschgel. Ich fand, es hat ganz gut gerochen. Und Trackle Moon mag ich ja sehr gerne. Aufgebraucht. Ah, nee, das war das. Von Swiss Was Opa. ausgelaufen ist. Eine Pferdemark-Haarkur. Wieso Das heißt hört das sich eigentlich an. Pferdemark? Ich weiß nicht. Das Hä, wo sind hast du die die. denn aufgemacht? Ach, da oben. Da oben. Das sind halt die bekannten Haarkuren, die es damals fand ich. Also nur, es gab, damals gab es irgendwie gefühlt nur diese Haarkuren. Die haben mir früher immer geholt. Jetzt habe ich mir den nochmal wieder geholt. Für meine langen Haare brauche ich da auf jeden Fall eine ganze Packung auf. Und ja, die macht die Haare glatt. Riecht ein bisschen nach Oma. Braucht 2 Minuten. Und ist eine Haarkur. Aber ich finde die ziemlich blöd zum Aufmachen. Die hat nirgendwo einen Riss oder so. Ich muss gestehen, dass ich das immer mit meinem Rasierer mache. Weil ich unter der Dusche keine Schere habe und davor nicht dran denke. Dein armer Rasierer. Ja. Ich glaube, ich weiß, woher du die hast. Von Original Source. Die Moisturizing Handwash Lotion, whatever, in Vanilla and Raspberry. Die hat mir Shania aus ihrem Belgien-Urlaub, ihrer Belgien-Klassenfahrt mal mitgebracht. Und die riecht wie das Duschgel und es hat ihren Job gut gemacht. War die nicht aus Spanien? Ich Oder aus weiß gar nicht. Ich habe Spanien? die dann irgendwann hier in Deutschland auch mal gesehen. Nur ich habe die damals da gekauft, weil ich dachte, die gibt es als Handseife gar nicht bei uns. Gibt es aber. Ich fand sie auf jeden Fall sehr gut und das ist meine zweitliebste neben Trackle Moon Marke an Duschgelen und sowas. Ach, den hast du aufgebraucht oder aussortiert? Aussortiert. Das ist mal ein uralt. Naja, was heißt uralt? Das ist so ein Teil, was in der Glossybox mal war. Hatte ich auch drin. Ich habe es versucht, regelmäßig zu benutzen. Das ist zum Abschminken. Und ich bin gar nicht mehr klargekommen. Also das Gesicht hat danach so gequietscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie als wenn ich mit ganz normaler Seife arbeite. Und ich mochte das überhaupt nicht. Also ich fand es ganz furchtbar. Ich habe es dann zum Pinselreinigen benutzt, aber ich hatte das Gefühl, dass die Pinsel auch nicht sauber geworden sind davon richtig. Und deshalb habe ich es jetzt einfach aussortiert. Aber Das die ist. Verpackung ist schön. Die Verpackung ist schön. Ich finde auch, das Teil sieht schön aus. Aber es ist auch total blöd zum Lagern. Und das ist von der Marke Zartgefühl, ne? Detox Cleansing Bar. Ja, musste ich aussortieren. Fand ich ganz furchtbar. Weg.
Und das hast du dann auch aufsortiert. Mhm, alles klar. Aufgebraucht. Aufgebraucht? Habe ich das nicht letztens schon gezeigt? Ja, ne? Shania hat es letztens aufgebraucht, jetzt habe ich es aufgebraucht. Vom P2, das lose Puder. Finde ich gut. Face Refine and Prime. Ja, genau, finde ich gut, würde ich mir wieder kaufen. Batiste Trockenshampoo in der Duftrichtung Fruity and Cheeky Cherry. Oh Gott. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ja, das mochte ich ganz gern. Das ist vom Duft auch in Ordnung und macht nicht so weiße Haare. Da gibt es von Batiste auch welche, die extrem weiße Haare machen. Das ist noch okay. Hat seinen Job gemacht. Ach, das hast du auch schon aufgebraucht? Krass. Da ist ja auch nicht viel drin. Von Nutra Skin das Hyaluronwasser mit antibakteriellen Silberpartikeln. Das war auch meine Glossybox. Ja, auch noch gar nicht so lange her. Das, das kommt in so einem Sprühteil mit so einem Sprühkopf oben. Da sind 10 Milliliter drin gewesen. Das war so eine Probe. Und es war mega schnell alle. Und das, ich weiß noch, dass das ganz schön viel Geld gekostet hat. Und ich glaube, hätte ich das in der Originalgröße, wäre es genauso in 2 Wochen leer gewesen. Ich glaube, das war ganz cool. Aber um eine richtige Review dazu abzugeben, war einfach zu wenig drin. Weil ich konnte das, glaube ich, 4-mal benutzen, 5-mal benutzen, dann war es alle. Also, ja, das ist so ein Spray, was man sich danach, nach der Reinigung, da ist jemand müde. Ja, wie immer. Das ist so ein Spray, was man sich nach der Reinigung aufs Gesicht sprüht. Und danach hatte ich auf jeden Fall immer noch ein Spannungsgefühl, also danach immer noch eine Tagespflege. Aber kaufen würde ich es mir echt nicht nochmal aufgrund dessen, dass es einfach teuer ist und auch mega schnell leer geht. Oh, das Batiste Trockenshampoo in der kleinen. Zeig mir nochmal das große, bitte. Da sind ganz andere Kirschen drauf. Das sind auch 2 verschiedene Sachen. Ja, aber das ist auch Kirsche. Und das auch. Fruity and Cheeky Cherry. Ach so, ups. Das sind auch 2 verschiedene. Das ist beides das gleiche, aber hier sind so Knutschkirschen drauf und hier so normale. Ja, das kleine war auch in meiner Glossybox zur Probe drin. Ich weiß gar nicht, welches ich zuerst hatte. Aber ist genau wie das hier. Riecht auch genauso. Von Essence das Instant Matte Make-up Setting Spray. Oil-free. Fand ich ganz gut. Hat auch definitiv matt gemacht. Ich habe das aufgebraucht, weil ich dieses Matte einfach gar nicht mehr so mag. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es jetzt das Make-up verlängert hat. Ich hatte auf jeden Fall ein besseres Gefühl und schon, ich bin ja eine, die auch gerne mal so sitzt oder so. Es hat schon länger gehalten, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Vergleich zu zum Beispiel High-End-Setting-Sprays oder so. Deshalb, es war in Ordnung, ich würde es mir aber nicht kaufen nochmal aufgrund dessen, dass es halt eben den Teint matt macht. Ich weiß nicht, sollte das hier rein? Ja, das sollte da rein. Das ist so ein Stirnband, was man sich so drum macht, um die Haare zu entfernen, also wegzuhalten vom Gesicht. Und ich habe es irgendwie. Die Haare zu entfernen? Ja, um die Haare wegzumachen. Und ich habe es irgendwie nie benutzt und es ist auch total schmal und deswegen rutscht das sehr schnell oder hat bei mir zumindest ist bei mir sehr schnell gerutscht und deswegen ist das aussortiert. So ein Haarband. Jetzt habe ich das Wort. Eine verdreckte Bürste von Emily. Sie ist extra sauber gemacht worden. Denn aufgrund dessen, dass das blöd zu lagern ist, habe ich dieses Teil da drauf immer da drauf gelegt. Deswegen hat sich das auch verfärbt. Und die ist einfach viel zu grob. Die ist so kratzig auf dem Gesicht und deswegen mochte ich die gar nicht und habe die jetzt auch aussortiert. Ja, im Gesicht ist immer schwierig, ne? Ja. Oh. Noch etwas, was ich, Svenja, auch mal mitgebracht habe, habe ich mir selber auch mitgebracht von The Body Shop, so eine Gesichtsbürste, aber die muss ich zugeben, fand ich auch super furchtbar. Auch ja, die kratzt genauso, auch ganz furchtbar. Und ich habe keine Alternative dazu. Also wäre ich eine Künstlerin und würde gut malen können, würde ich das vielleicht zum Malen benutzen. Aber aussortiert.
Oh, hier ist noch was aus. Nein, das ist alles von der Haarmaske. Ja. Sicher. Von Elmex die Sensitive Professional Repair and Prevent Zahnpasta. Ja, das ist die Zahnpasta, die ich immer benutze. Ich benutze immer die grüne von Elmex. Zahnpasta. Und nochmal eine Kur von Glisskur, die Ultimate Repair Soforthilfe Intensivkur. Die schwarze Reihe finde ich gut. Ja, ich fand die auch gut. Da habe ich auch die ganze Tube benutzt für meine langen Haare. Aber an sich ist es ganz cool. Man kann den Deckel umdrehen und draufstülpen. Das heißt, für kürzere Haare kann man die auch gut zweimal verwenden. Musst du einfach nur draufstecken. Liegt die schon länger? Die riecht irgendwie ein bisschen umgekippt. Nee. Ja, fand ich gut. Hat nur eine Minute Einwirkzeit. Ich hatte auch mal diese Sprühkur, die sind zwei Phasen aus der Reihe. Die fand ich auch richtig gut. Ja. Oh, das war's? Jetzt ist leer. Alle. Ja, dann war das mit meinem aufgebrauchten Teil und aussortierten. Und dann seht ihr Donnerstag mich wieder in der One Product Review. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.